Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück hier auf Testobüffel TV. Mein Name ist Flo. Chin, 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 chin. Nikolaus, Nikolaus, Nikolaus. Und bevor das heutige Video losgeht, wünsche ich euch natürlich erstmal eine frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit mit eurer Familie haben werdet. Und natürlich auch, dass ihr euch heute Abend dann reich beschenken lasst. Aber von meiner Seite gibt es auch noch was und ihr seht schon oben links eine Sprint to Glory mit dem FC Liverpool. Ich hab's versprochen, Liverpool war ja bei der Abstimmung, als es um die Simulate to Glory ging, nur auf Platz 2. Und deswegen starte ich heute eine Sprint to Glory mit meinem Herzensverein, mit dem FC Liverpool. Wir sehen hier unsere Mannschaft in Bestbesetzung und zwar haben wir im Sturm Roberto Firmino, auf rechts Mohamed Salah, links Sadio Mané. Im Mittelfeld, da treffen sich dann Coutinho, Wijnaldum und Emre Can. Außerdem haben wir in der Zentrale der Defensive Dejan Lovren und Matip. Auf rechts Nathaniel Klein und links der Routinier James Milner. Sowie im Tor Simon Mignolet. Bevor es jetzt weiter losgeht und wir in das Vorbereitungsturnier starten, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Und zwar, wir haben jetzt hier 100 Abonnenten geknackt und ich war eigentlich nicht der Meinung, dass wir es dieses Jahr noch schaffen. Dafür geht nochmal ein Riesendank raus. Und deswegen bekommt ihr jetzt auch über die Feiertage immer ein Video mindestens zu sehen. Ich weiß noch nicht, ob es mir reicht, am zweiten Weihnachtsfeiertag 2 zu sehen. Aber eins wird definitiv kommen, denn das ist schon fertig. Aber jetzt habe ich lang genug geredet. Wir starten ins Vorbereitungsturnier. Bleibt so, wie ihr seid. Und dann schauen wir uns an, wie wir uns schlagen und wen wir verpflichten. Meiner Meinung nach sollten wir uns auf jeden Fall in der Innenverteidigung oder auf links verbessern. 76 Millionen Transferbudget stehen uns zur Verfügung. Ich denke, da können wir einiges reißen. Ich habe schon einen Linksverteidiger im Auge, den ich mir holen möchte. Mal schauen, ob das alles so klappt. Und noch bevor wir das erste Spiel im Vorbereitungsturnier haben, verstärken wir uns mit Rafael Guerrero als Linksverteidiger. Hat aktuell nur eine 80, sprich er verstärkt uns nicht unbedingt. Aber mit seinem Potenzial im Vergleich zu James Milner, der ja schon sein volles Potenzial ausgereift hat, haben wir da auf jeden Fall für die Zukunft gesorgt. Im ersten Spiel des Vorbereitungsturniers trafen wir auf Benfica Lissabon und wir konnten mit 2:1 gewinnen. Roberto Firmino traf hier im Doppelpack und somit sind wir auf jeden Fall mal gut in die Saison gestartet. Auch im zweiten Spiel können wir eine gute Leistung zeigen. Wir gewinnen auch hier 2:1 gegen Neapel. Matip und Salah unsere Torschützen und jetzt haben wir noch ein Spiel in der Gruppe und ich denke, das sollten wir auf jeden Fall überstehen, die Gruppe. Und das wäre gut für unser Transferbudget. Und auch das dritte Spiel in der Gruppe gewinnen wir und zwar verdammt hoch gegen Beşiktaş Istanbul. Gewinnen wir 4:0. Can, Coutinho, Salah und Firmino die Torschützen, wobei mir jetzt gerade auffällt, dass Roberto Firmino verletzt ist. Und ich hoffe natürlich, dass er uns nicht langfristig ausfällt. Denn ja, ich glaube, das ist halt einer unserer Spieler, auf die wir nicht verzichten können. Und das ist ziemlich beruhigend. Roberto Firmino verletzt sich nur in Anführungsstrichen für 5 Tagen, hat eine Ellenbogenverletzung. Und somit können wir auf jeden Fall in der Saison wieder mit ihm rechnen. Und das war mir eigentlich das Wichtigste. Denn Firmino ist einfach schon ein starker Stürmer und hat einiges noch an Potenzial zu bieten. Nach dem Überstehen der Gruppenphase verpflichten wir Fabinho für das zentrale defensive Mittelfeld. Er wechselt für 42 Millionen zu uns. Ich denke, das ist auf jeden Fall auf jetzt und auf die Zukunft gesehen ein gutes Angebot. Somit verstärken wir uns direkt um 3 Ratingpunkte. Das Halbfinalspiel des Vorbereitungsturniers entscheiden wir im Elfmeterschießen für uns. Wir spielten 2:2 gegen Villarreal, gewannen dann knapp im Elfmeterschießen mit 5:4. Bei uns die Torschützen Coutinho und Mané. Auf der Seite von Villarreal, Bakar und Bakambu. Im Finale des Vorbereitungsturniers verlieren wir dann leider 1:2. Roberto Firmino traf bei uns. Auf der Gegenseite für Sporting traf Acuña und Fernandes. Aber ich denke, wir haben bewiesen, dass es auf jeden Fall auch gegen die Topclubs mit uns zu rechnen ist. Nachdem wir uns mit Rafael Guerrero auf der Linksverteidigerposition verstärkt haben, habe ich dann auch keinen wirklichen Grund mehr dafür gesehen, James Milner zu behalten. Er verlässt uns für 12,5 Millionen in Richtung West Ham United, was bedeutet, wir bekommen weitere 10 Millionen auf unser Transferbudget hinzu. Und jetzt haben wir noch mal ein bisschen Geld, um uns vielleicht jemanden zu verpflichten, der uns auf jeden Fall auch weiterhelfen kann. Vermutlich der letzte Zugang in dieser Transferphase ist Daniele Rugani. Er wechselt für 28 Millionen zu uns, hat einen Wochenbehalt. Gehalt von 120.000 und ich denke, jetzt können wir Dejan Lovren auf die Ersatzbank schicken, denn Rugani hat ein Riesenpotenzial und wir haben uns auf jeden Fall erstmal jetzt um einen Punkt verbessert und natürlich auch in der Zukunft, wenn er sich dann entwickelt hat. Wir verkaufen unseren Torhüter Simon Mignolet für 18,7 Millionen in Richtung Atletico Madrid, 15 Millionen bekommen wir dafür gut geschrieben. Klar verbessern wir uns jetzt aktuell um einen Ratingpunkt, aber für die Zukunft gesehen, Simon Mignolet ist an seinem Ende, also an seinem Entwicklungsende. Und Karius
kann sich einfach noch entwickeln, was sein Potenzial angeht. Und ich denke, dieser eine Ratingpunkt, den holt Karius dann direkt wieder rauf. Ein richtiges Schnäppchen haben wir in Form von Arrizabalaga geschossen, meiner Meinung nach. Für 19,6 Millionen, gerade mal 100.000 über seinem aktuellen Marktwert, wechselt er zu uns. Und ja, mit einem aktuellen Rating von 81 verstärkt er uns auch direkt und mit seinem Potenzial von 87 haben wir auf jeden Fall für die Zukunft gesorgt. Das erste Spiel der Premier League steht an und zwar gegen Watford. Wir treffen auswärts auf sie und ich bin natürlich gespannt, wie unsere Neuzugänge sich schlagen. Es sind alle Neuzugänge in der Mannschaft mit drin und hoffentlich ist ja auch ein Sieg mit drin und Salah ist genauso der Meinung, macht in der 11. Minute den Führungstreffer für uns. Damit gehen wir voraussichtlich auch in die Pause, wenn sich jetzt nichts mehr ändert. Aber man nähert sogar vor der Pause noch auf das 2:0. Jetzt können wir das ganze Ding skippen und wir gewinnen sogar noch mit 3:0, da Salah seinen zweiten Treffer hier fix macht. Das ist natürlich ein guter Einstieg in die Premier League. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Nach dem gewonnenen Premier League Auftakt erhalten wir 24,5 Millionen, weil Dejan Lovren uns in Richtung Bournemouth, also Liga intern, verlässt. 20,5 Millionen bekommen wir hinzu. Mal sehen, was wir mit diesen 20 Millionen noch anstellen können. Noch ein Wechselliga intern und zwar Lazar Markovic verlässt uns für 8,8 Millionen in Richtung West Bromwich. 7 Millionen zusätzlich. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld, um uns hier nochmal anständig zu verstärken. Ich zeige euch auch gleich, wen ich hier im Kopf habe. Der fünfte Zugang in dieser Transferphase ist Danilo Pereira. Dies bedeutet allerdings auch, dass Alberto Moreno uns verlässt. Wir haben ihn als Austausch mit angeboten, zahlen weitere 33,5 Millionen dafür. Damit haben wir einen neuen Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist und somit ziemlich flexibel ist. Ich denke, da haben wir einen guten Transfer getätigt. Mit diesem Neuzugang starten wir dann in das erste Heimspiel dieser Saison. Wir treffen auf Crystal Palace. Crystal Palace hier bei uns an der Anfield. Ich hoffe natürlich, dass wir hier auch einen Sieg wieder mit einfahren. Ich denke aber, wir haben die besseren Spieler und die besseren Karten. Und Rogani, unser Innenverteidiger, unser Neuzugang, macht das 1:0 in der 12. Minute. Coutinho verwandelt einen Elfmeter in der 27. Dann fliegt Van Aanholt vom Platz. Dann skippen wir das ganze Ding. Wir gewinnen sogar noch 4:1. Salah und Roberto Firmino schießen nochmal ein Tor. Raphael auf der Gegenseite, aber dieser Treffer bringt nichts mehr ein. Wir gewinnen das zweite Spiel in der Liga. Im Carabao Cup treffen wir auf London Town. Das sollte ein machbarer Gegner sein. Das werde ich auch direkt am Anfang direkt skippen, nachdem aufgewärmt wurde. Ihr seht, jetzt beginnt das Spiel. Salah verletzt sich, das gefällt mir gar nicht. Aber wir skippen. Wir gewinnen 3:1, weil Coutinho trifft und Roberto Firmino seinen Doppelpack schnürt. Jetzt schauen wir mal rein, was mit Salah los ist und wie lange uns fehlen wird. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden, dass er uns langfristig ausfällt. Das ist eine bittere Nachricht, Zwangspause. Mohamed Salah hat sich verletzt, die Diagnose lautet Muskelfaserriss. Er wird für 2 Monate ausfallen. Das ist ein bisschen heftig, finde ich, aber 2 Monate, dann ist er auf jeden Fall in der Rückrunde wieder fit, wo wir dann halt komplett ausrasten müssen. Aber ich denke, wir haben von der Kaderqualität her auch einiges mehr zu bieten als ein Mohamed Salah. Deswegen schauen wir weiter, wie es mit ihm, beziehungsweise wie es in den 2 Monaten ohne ihn läuft. Außerdem, ihr habt es oben schon direkt gesehen, Joe Gomez verlässt uns in Richtung Hannover für 8 Millionen, 6 Millionen bekommen wir hinzu. Aber ich denke, wir haben nicht mehr genug Transferbudget übrig. Und ich denke auch, dass wir keine Neuzugänge tätigen werden und auch keine Abgänge mehr zu verzeichnen haben. Aber falls doch, melde ich mich einfach nochmal. Nach den ersten 2 Spieltagen in der Premier League stehen wir auf Platz 1. Hinter uns Arsenal als Verfolger. Und jetzt kommt die erste Probe hier. Wir müssen natürlich gegen Arsenal bestehen. Ein richtig starker Gegner meiner Meinung nach. Ich hoffe natürlich, dass unsere Qualität hier überwiegt. Aktuell sieht das aber noch nicht danach aus. Wir sind jetzt in der 30. Minute angekommen. Nur eine gelbe Karte für Colecor. Und ja, jetzt direkt ein Doppelschlag. Einmal Özil zum 1:0. Aber Mané gleich direkt aus in der 43. Minute. Jetzt sind wir bereits schon in der 70. Minute. Wird es ein Unentschieden? Ich hoffe, wir nehmen den Sieg mit heim. Aber ich glaube, es bleibt dabei. Und so ist es auch. Wir spielen zu Hause gegen den FC Arsenal 1:1. Wow. Und normalerweise wisst ihr es. Ich zeige euch den Transfer der Endline, der eigentlich nur selten. Aber das unten wollte ich euch zeigen. Aubameyang verlässt den BVB für 103,4 Millionen in Richtung Barcelona. Richtig heftig. Dann kommen wir mit Fabinho, einer der Top-Transfers, für 42 Millionen. Und Proms für 41,2 Millionen zum SSC Neapel. Obwohl wir noch einige Stunden beim Transfer-Deadline-Day haben, zeige ich euch die Mannschaft, denn ich werde jetzt danach direkt simulieren bis zum 1.1., bis wir wieder in der Transferphase sind, um dann zu sehen, wo wir stehen.
Ja, unsere Mannschaft sieht aktuell gar nicht so übel aus. Mané, Salah, Firmino, klar, Salah aktuell noch verletzt. Pereira als Neuzugang, Fabinho als Neuzugang, genauso wie Rugano, Guerrero und Arrizabalaga. Was für ein schwieriger Name. Matip noch gleich in der Innenverteidigung. Auf rechts haben wir dann Nathaniel Klein auf der Bank. Ein Sturridge noch zu finden, sowie ein Karius. Lallana hier unten, der auf jeden Fall weiter oben mitspielen muss. Und dann habt ihr eigentlich alles gesehen. Hier, wir haben genug Spieler. Da unten ist auch noch Wijnaldum mit drin. Da wird natürlich hier für Henderson reinkommen. Und dann habt ihr alles gesehen. So sieht unsere Mannschaft aus. So sieht unsere Bestbesetzung aktuell aus. Und dann schauen wir jetzt einfach, wie wir am 1.1. dastehen. Wir sehen uns jetzt gleich wieder. Bis gleich. Und nicht am 1.1., sondern am 2.1. sind wir angekommen. Und ja, ihr seht, wir haben einiges vor uns. Zum einen wartet Manchester United im Emirates Cup auf uns. Dann wartet Tottenham im Halbfinale des Carabao Cup noch auf uns. Und ja, werden auf jeden Fall heftige Gegner. Wir schauen, wie wir gegen Burnley gespielt haben. Und wir haben sogar 1:0 verloren. Das ist ziemlich bitter. Wir schauen uns mal die Tabelle und die Mannschaft an. Und schauen, wie wir da uns da denn platzieren konnten. Und auch hier ist das Verletzungspech am Start. Ihr seht, Matip ist verletzt. Genauso wie Guerrero. Allerdings haben sich schon einige Spieler entwickelt. Rugani um einen Punkt. Arrizabalaga, dieser Name, wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Ebenfalls um einen Punkt. Fabinho um einen Punkt. Pereira um einen Punkt. Genauso wie Coutinho und Mané um einen Punkt. Unten rechts natürlich noch Nathaniel Klein. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Tabelle an. Ich habe auch noch nicht reingeschaut. Und hoffentlich stehen wir da relativ gut da dann. Das ist richtig heftig, meiner Meinung nach. Ihr findet uns gerade mal auf Tabellenplatz 8. Nach 22 Spielen haben wir gerade mal 32 Punkte holen können. Wir haben 8 Siege geholt, 8 Unentschieden, 6 Niederlagen. Verdammt heftig, meiner Meinung nach. 29 Tore geschossen und 22 Gegentore bekommen. Gerade mal eine positive Differenz von 7 Punkten. Oh Mann, da muss in der Rückrunde auf jeden Fall mehr gehen. Wir starten rein in die Transferphase. Da wir kaum noch Transferbudget haben und ich bis jetzt nur den Vertrag von Emre Can verlängert habe, weil er uns sonst verlassen hätte bzw. einen Vorvertrag hätte abschließen können, starten wir direkt rein in die dritte Runde des Emirates FA Cup. Und ja, wir warten auf weitere Angebote. Und jetzt geht es erstmal darum, Manchester United zu schlagen. Wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, gerade mit unseren ganzen Verletzten. Wir haben Robertson als Ersatz drin momentan. Genauso wie Klavan und Martial macht in der 8. Minute auch den Führungstreffer für Manchester United. Ein bisschen ernüchternd das Ganze, dass wir schon wieder so viele Verletzte haben. Bailly mit der gelben Karte, Matic verletzt und Klein nutzt das Ganze aus und macht in der 45. Minute einen Ausgleichstreffer. Aber Paul Pogba kommt hier rein, macht direkt das Tor. Martial erhöht sogar auf das 3:1 in der 65. Minute. Jetzt können wir das ganze Ding skippen. Wir scheitern an Manchester United und fliegen somit aus dem FA Cup heraus. Im Hinspiel des Carabao Cups gegen Tottenham lief es nicht wirklich besser. Wir konnten nur ein 1:1 holen. Salah traf für uns und Alderweireld traf für Tottenham. Jetzt kommt es natürlich auf die Rückrunde bzw. auf das Rückspiel an. Tottenham hier mit dem Auswärtstreffer. Jetzt geht es um den Einzug in das Finale des Carabao Cups. Gegen Tottenham haben wir 1:1 im Hinspiel gespielt. Natürlich hat Tottenham hier den Vorteil des Auswärtstores, aber wir müssen hier jetzt natürlich gucken, dass wir weiterkommen. Rafael Guerrero ist wieder da, aber Harry Kane stört das kein bisschen, macht in der 23. Minute den Führungstreffer für Tottenham. Jetzt wird es verdammt schwer, wir brauchen mindestens ein Tor, um hier in die Verlängerung zu kommen. Und jetzt haben wir schon die 60. Minute rum. Die 70. ist auch schon angebrochen, sonst ist gar nichts passiert auf dem Spielfeld und ich denke auch das wird es gewesen sein. Wir scheiden auch hier aus, jetzt ist es amtlich. Wir scheiden im Carabao Cup im Halbfinale aus, da wir Tottenham nicht besiegen konnten. Und hier geht uns natürlich auch nochmal ein bisschen was am Preisgeld verloren. In der Liga müssen wir danach auch ein 2:2 gegen Manchester City nehmen zu Hause. Können wir nicht mehr als ein Unentschieden mitnehmen. Fabinho und Roberto treffen auf unserer Seite. Auf der anderen Seite Leroy Sané und Thiago Silva. Ich habe schon mehrmals erwähnt, wir sind bereits am Transfer-Deadline-Day. Wir haben gerade mal 9 Millionen Transferbudget, können uns da nicht wirklich verstärken. Und jetzt werde ich den Transfer-Deadline-Day auch überspringen. Wir schauen, wie wir uns schlagen und wo wir dann letztendlich nächste Saison landen. Natürlich wäre mir mindestens Europa League am liebsten. Aber Champions League wäre natürlich überragend, was hier, ihr seht es rechts,
auch unser Ziel ist. 14. Mai, die Saison ist vorbei. Ja, somit ein Einstieg hier, wir sehen uns direkt wieder. Und ja, nachdem die Transferphase ziemlich ernüchternd war und natürlich auch unser Tabellenplatz ziemlich katastrophal für unsere Mannschaft aussah, meiner Meinung nach, müssen wir jetzt schauen und wir schauen und wir werden natürlich dann auch sehen, wo wir dann stehen, wie wir uns noch geschlagen haben. Wir können ja hier mal schauen, wir haben noch unentschieden gegen Brighton, gegen Chelsea haben wir sogar verloren. Also es ging nicht gut weiter. Wir sehen uns als erstes bei der Mannschaft wieder, schauen, wer sich entwickelt hat und wer in guter Form war, wenn es überhaupt jemand ist. Zum Teil haben sich unsere Spieler auch entwickelt. Salah ist auf die 85, genauso wie Mané. Fabinho und Pereira sind gleich geblieben. Ariza Balaga, den Namen, den ich diese Folge noch einige Male wahrscheinlich aussprechen muss und jedes Mal Probleme haben werde, hat sich um einen weiteren Punkt verbessert. Und auch Rugani hat sich um einen weiteren Punkt verbessert. Guerrero noch gleich geblieben. Und jetzt beenden wir die Saison. Mal gucken, ob der FC Liverpool uns noch haben will. Ich hoffe natürlich, aber ihr werdet sehen, unser Manager-Rating ist gar nicht so übel. Wir schauen jetzt zusammen auf die Tabelle. Und Leute, seht ihr das? Wir konnten uns noch auf Platz 4 vorarbeiten. Wow, das heißt, wir spielen die Champions League-Qualifikation und ich denke, da haben wir gute Chancen. Wir sind ganze 4 Plätze geklettert, richtig geil. Haben jetzt auch eine Tordifferenz von plus 26, 17 Siege und natürlich Meister. Der FC Chelsea mit 25 Siegen, richtig heftig, 83 Punkte haben die geholt. Aber dahinter Tottenham, auch 82 Punkte geholt. Wir schauen jetzt mal rum, was gibt es sonst noch zu sehen? Ja gut, den FA Cup, da waren wir ja dann, da war für uns ja dann eh fertig gegen Manchester United. Und hier ist das Manchester-Duell, dann City gegen Man U im Finale. Im Carabao Cup konnte Tottenham, die uns dann geschlagen haben, sich auch den Titel sichern. Ja, und das war dann auch alles. Wir beenden die Saison, sehen uns dann gleich wieder. Wir sind in der zweiten Saison angekommen und ihr seht, unsere Mannschaft ist gar nicht so übel. Aber da wir uns das letzte Mal ja ziemlich stark hier im Mittelfeld oder in der Defensive verbessert haben und Spieler geholt haben, denke ich, wird es Zeit, jetzt mal was in der Offensive zu tun. Und dafür stehen uns 91 Millionen zur Verfügung. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall was Anständiges anstellen. Unser Transferbudget wurde mit 76,5 Millionen rapide nach unten gezogen. Und zwar haben wir Mauro Icardi für uns gewinnen können. Eine 86 hat der 25-Jährige mittlerweile. Er verdient 155.000 in der Woche und verstärkt uns direkt auf der Stürmerposition. So, dass Firmino dann auch leider auf die Bank zurückweichen muss. Aber ich denke, mit diesem Spiel haben wir auf jeden Fall gute Chancen, uns für Europa bzw. für die Champions League zu qualifizieren. Und vielleicht hilft er uns auch so sehr, dass wir dann die Meisterschaft holen können. Ein Großteil unserer Mannschaft ist international unterwegs. Allerdings können wir das erste Spiel im Vorbereitungsturnier trotzdem mit 2:1 gewinnen. Atlanta unterliegt uns, da Oxlade-Chamberlain und Mané die Tore machen. Im zweiten Spiel des Vorbereitungsturniers treffen wir auf die Bayern und wir können ein solides 1:1 mitnehmen. Robertson für unser Torschütze. In der 61. Minute hat Robert Lewandowski allerdings den Ausgleich gemacht, aber ich bin mit einem 1:1 vollkommen zufrieden. Dieser Sieg bedeutet das Einziehen ins Halbfinale des Vorbereitungsturniers. Zwar nur mit 1:0, aber Oxlade-Chamberlain zeigt wieder, dass er auf jeden Fall ein guter Backup für uns ist. Macht das 1:0 in der 42. Minute, was gleichzeitig dann auch der Siegtreffer war. Nachdem Mauro Icardi zu uns kam, hat Daniel Sturridge kaum noch eine Daseinsberechtigung bei uns gehabt, beziehungsweise wäre er halt der Backup vom Backup gewesen. Für 25,9 Millionen zieht es ihn Richtung AC Mailand, 22 Millionen bedeutet das für unser Transferbudget. Im Halbfinale trafen wir auf keinen geringeren als Atletico Madrid. Wir gewinnen 2:1. Gameiro konnte zwar Atletico Madrid in der 12. Minute in Führung bringen, allerdings waren Mané und Oxlade-Chamberlain da, um uns den Sieg hier perfekt zu machen. Eigentlich eine Identifikationsperson beim FC Liverpool, Jordan Henderson, aber er verlässt uns jetzt in Richtung Leicester City für 27,1 Millionen und 23 Millionen werden dafür gutgeschrieben. Und jetzt haben wir wieder einiges zur Verfügung, vielleicht können wir noch jemanden holen. Auf der Rechtsverteidigerposition verstärken wir uns jetzt mit Joshua Kimmich, der aktuell eine 85 schon hat. Und ja, für 50,5 Millionen kommt er von den Bayern zu uns. Ihr seht, er kann als Rechtsverteidiger spielen, im zentralen Mittelfeld, als Innenverteidiger oder auch in der zentralen Defensive. Und ich denke, hier haben wir auf jeden Fall einen Spieler, der uns universal weiterhilft und natürlich durch seine Vielseitigkeit überall hingeschoben werden kann, wo wir ihn brauchen.
Und da ich die größte Schwäche in der Rechtsverteidigerposition mit Nathaniel Klein gesehen habe, kommt hier Kimmich direkt rein auf die Rechtsverteidigerposition. Und so sieht unsere Mannschaft aktuell aus. Ein bisschen Transferbudget haben wir zwar noch, aber ich glaube nicht, dass wir noch jemanden bekommen, der uns sofort verstärkt. Vielleicht jemand, der für die Zukunft dann da ist. Doch bevor es um die Zukunft geht, geht es um das Hier und Jetzt. Und zwar treffen wir auf Bayern München im Finale der American Challenge Cup. Ja, mal sehen, wie wir uns hier schlagen. Die Simulation startet auch direkt. Vielleicht können wir hier das Preisgeld mitnehmen. Wären insgesamt dann 12 Millionen, die uns zugute geschrieben haben. Wären insgesamt natürlich. Aber Sanchez macht in der 23. Minute das Tor. Oxlade-Chamberlain gleicht aus in der 33. Somit ist wieder alles offen. Jetzt kommt eine spannende Phase. Denn beide Mannschaften wollen hier wahrscheinlich gewinnen. Ich denke nicht, dass Bayern sich einfach geschlagen geben will. Aber auch in der 80. Minute ist kein weiterer Treffer gefallen. Es sieht nach Verlängerung aus. Und das verlieren wir dann im Elfmeterschießen mit 4:3. Es gab keine Verlängerung, habe ich nicht mehr bedacht. Es tut mir leid. Aber mit 4:3 verlieren wir im Elfmeterschießen. Aber immerhin sind wir im Finale gelandet. Und kaum haben wir einen neuen Rechtsverteidiger gefunden, zieht der Nathaniel Klein auch in Richtung Inter Mailand. Für 33,9 Millionen verlässt er uns, bedeutet 29 Millionen weiterhin auf unser Transferbudget hinzu. Im Austausch für Alex Oxlade-Chamberlain und weiteren 33,4 Millionen haben wir uns Verstärkung in der zentralen Verteidigerposition geholt. Und zwar Tobi Alderweireld wechselt, wie erwähnt, zu uns. Ein Wochengehalt von 175.000 steht ihm nun zu und ich schau mal, wie ich es am besten mache. Ich denke, ich werde das erstmal so aufstellen, da Rugani aktuell nur die 83 hat, somit ein Punkt schwächer ist als Martip. Klar, er wird sie noch entwickelt, aber sobald er dann Martip eingeholt hat, darf er natürlich wieder in die erste Mannschaft. Alderweireld finden wir dann auf der linken Innenverteidigerposition. Unser Team sieht gar nicht übel aus und ich denke nicht, dass noch großartig was an Transfers passiert. Wir haben überall mindestens ein 82er Rating hier, Guerrero aktuell der schlechteste bei uns. Gefolgt von unserem Torhüter. Aber ich denke, das wird alles noch werden. John Flanagan verlässt uns in Richtung FC Southampton, also Liga intern, für 3,2 Millionen. Wir bekommen 2,4 Millionen dazu. Das ist jetzt nicht die Welt. Und dadurch, dass wir solche Top-Transfers getätigt haben, glaube ich auch nicht, dass wir noch irgendwie Geld übrig haben, um uns jemanden zu verpflichten. Ein weiterer Reservist ist nun verkauft. Danny Ings verlässt uns in Richtung Galatasaray. 16,4 Millionen wurden für ihn geboten und 13,5 bekommen wir hier dazu. Ein Riesenverkauf stand hier an und zwar Tottenham bezahlt 43,1 Millionen für Wijnaldum. Dadurch bekommen wir nochmal 38,5 Millionen dazu. Jetzt haben wir wieder Geld, jetzt können wir verpflichten. Nun konnten wir uns nochmal um einen Ratingpunkt auf der zentralen Mittelfeldposition verbessern. Für 49 Millionen kommt Koke zu uns, erhält einen 3-Jahres-Vertrag und 155.000 die Woche. Natürlich ist sein Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft und somit haben wir uns auf jeden Fall verbessert. Ein letztes Mal, wo wir uns sehen, vor dem 1.1., bevor wir in Richtung Saisonpause gehen, ist beim Qualifikationsspiel für den Champions Cup gegen Kopenhagen. Wir schauen, was wir haben. 2:1 gegen Kopenhagen verloren im Hinspiel. Jetzt, Jungs, müsst ihr da sein. Jetzt brauche ich euch. Jetzt müsst ihr Gas geben im Rückspiel. Wir starten rein in die Simulation. Und die Simulation startet auch direkt jetzt. Wir sind da. Coutinho macht das gut. Macht in der 6. Minute das 1:0. Aber Icardi verletzt sich. Er ist angeschlagen. Ich hoffe, dass er durchhält und uns nicht langfristig ausfällt. Das wäre natürlich bitter und fatal. Aber es sieht nicht danach aus. Coutinho macht in der 45. Minute sogar noch das 2:0. Mittlerweile Icardi ausgewechselt. Roberto Firmino ist dafür gekommen. Genau dafür ist er da. Es sieht gut aus. Wir sind wahrscheinlich für die Champions League qualifiziert. Jetzt ist es besiegelt. Coutinho mit seinem Dreierpack, mit dem 3:0, schießt uns hier im Alleingang in die Champions League. Bevor wir dann jetzt wirklich simulieren Richtung 1.1. bzw. in die nächste Transferphase, seht ihr hier nochmal die Champions League Gruppe. Wir treffen auf AC Mailand, Besiktas und ZSK Moskau. Und ich bin der Meinung, das ist eine machbare Gruppe. Und jetzt habe ich lange genug geschwätzt. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann schauen wir uns natürlich an, wo wir stehen, wie wir uns schlagen und ob die Saison diesmal besser läuft für uns. Ich wäre dankbar dafür, denn ich will ins Champions League Finale. Es ist soweit. Wir sind am 1.1. angekommen. Hier sehen wir schon mal den FA-Gegner, der kommt. Rotherham wartet auf uns, aber das sollte auf jeden Fall machbar sein. Wir schauen uns die Mannschaft an, danach die Tabelle und danach, wie wir in der Gruppe der Champions League abgeschnitten haben.
Unsere Mannschaft sieht immer noch super aus, meiner Meinung nach. Coutinho mit der 89 mittlerweile, Koke mit der 87, Fabinho hat sich leider nicht verbessert, aber Arrizabalaga hat mittlerweile die 85, Kimmich immer noch auf seiner 86, Matip sich um einen Punkt verbessert, genauso wie Guerrero. So, wie sieht es da unten aus? Hier haben wir noch Roberto Firmino, der die 85 hat, genauso wie Can, der hat die 84 und sonst hat sich kaum jemand verbessert, so wie es aussieht. Aber wir schauen jetzt mal auf die Tabelle. Schaut euch das an, Leute. Trotz dieser überragenden Mannschaft stehen wir wieder nur auf Platz 9 aktuell. Wir haben wieder nur 6 Siege einfangen können, 6 Unentschieden und 6 Niederlagen. Also alles ziemlich ausgeglichen. Diesmal noch schlechter als die letzte Hinrunde. Wir konnten nur 5 Tore plus verzeichnen, haben 24 Punkte und hoffentlich sieht es in der Champions League besser aus. Und auch hier ist mir jetzt gerade das Herz in die Hose gerutscht. Wir sehen's. Unten rechts sind wir zu finden. Wir treffen auf den SSC Neapel. Wir schauen mal rein, wie wir in der Tabelle abgeschnitten haben. Wir konnten uns auf Platz 1 durchsetzen. Ein Punkt mehr als Beşiktaş, haben hier 3 Siege einfahren können. 2 Unentschieden, eine Niederlage. Hier lief es auf jeden Fall besser. Und als nächstes wartet dann Neapel auf uns. Aber jetzt heißt es erstmal schauen, was in der Transferphase passiert, wo wir uns verstärken und ob wir uns überhaupt noch verstärken. Marko Krujic verlässt uns in Richtung West Ham United. Seine Ausstiegsklausel wurde gezogen. 12,6 Millionen betrug diese und 10 Millionen kommen damit auf unser Transferbudget hinzu. Da wir aktuell ja so schlecht in der Liga stehen, würde ich sagen, wir schauen uns mal das Spiel gegen Manchester United an. Für viele bekannt, der Erzrivale des FC Liverpool. Ein hitziges Spiel in der Regel und vielleicht können wir ja hier mal wieder einen Erfolg einfahren. Aktuell die 20. Minute angebrochen, nichts passiert. Lukaku in der 24. Minute mit dem 1:0. Icardi wieder angeschlagen, wird wahrscheinlich in der Pause rausgehen. Ja, so ist es auch. Firmino kommt dafür rein. Vielleicht machen wir, wann ist denn das 1:1 gefallen? Es ist sogar das 1:1 gefallen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Es tut mir leid. Und Firmino, er wechselt durch seine Einwechslung. Sind wir dann hier im 2:1. Ich glaube, das war das schlechteste Kommentieren nebenher aller Zeiten. Aber sei es drum, wir haben 2:1 gewonnen. Guerrero und Firmino machen hier die Tore. Somit konnten wir wieder einen Sieg in der Champions League, beziehungsweise nicht in der Champions League, sondern in der Premier League einfahren. So, weiter geht's. So, und da wir kaum noch Transferbudget übrig haben, würde ich sagen, wir sehen uns am 27. Mai 2019 wieder. Dann können wir schauen, wie wir in der Tabelle stehen und natürlich auch, wie wir in der Champions League abgeschnitten haben, was ja unser Ziel ist. Wir wollen ja in die Champions League kommen, beziehungsweise ins Champions League Finale. Dann sehen wir uns gleich wieder. Der 27. Mai 2019 ist angebrochen, beziehungsweise sind wir angekommen und wir sehen's. Wir sind nicht im Champions League Finale, wir können ja mal schnell schauen. Ja, wir sind gegen Villarreal rausgeflogen. Mit einer 2:0 Niederlage sind wir reingestartet, konnten zwar 3:1 noch gewinnen, aber dieses Auswärtstor wahrscheinlich für Villarreal hat gereicht, dass sie uns im Viertelfinale rausschmeißen. Unsere Mannschaft sieht dafür aber gar nicht schlecht aus. Icardi mit der 88 hier im Sturm, Coutinho mit der 89, allerdings verletzt und er scheint schwer verletzt zu sein, genauso wie Matip, der auch verletzt ist, allerdings nur die 85 momentan hat. Unser schlechtester Spieler momentan, Guerrero mit der 84 auf der Linksverteidigerposition. Und wir schauen mal, wie wir in der Tabelle stehen. Wir konnten genauso wie letzte Saison in der Rückrunde noch zeigen, was wir drauf haben. Wir sind auf Platz 3 gelandet. Mit 70 Punkten konnten 20 Siege einfahren, 10 Unentschieden, 8 Niederlagen. Chelsea erneut Meister, so wie letztes Jahr auch. Vor uns unser Erzrivale Manchester United, 7 Punkte mehr. Und jetzt beenden wir die Saison, beziehungsweise schauen wir noch ganz kurz rein, wie es denn in der Champions League aussieht. Und hier sehen wir es nochmal, im Viertelfinale sind wir dann gegen Villarreal rausgeflogen. Die konnten sich dann allerdings auch nicht gegen Paris durchsetzen und so heißt das Champions League Finale dann PSG gegen Juventus Turin. Und nachdem wir uns das alles nochmal angeschaut haben und hier nochmal die Mannschaft sehen, würde ich sagen, wir beenden die Saison und starten dann rein und vielleicht wird es dann im dritten Jahr was. Ich hoffe natürlich drauf und wir brauchen natürlich Neuzugänge. Vielleicht müssen wir uns in der Innenverteidigung verstärken oder vielleicht sogar auf der Linksverteidigerposition. Wir werden schauen, was dann möglich ist. In der dritten Saison angekommen, haben wir jetzt knapp 130 Millionen für Transfers übrig. Und damit können wir auf jeden Fall Spieler verpflichten, die uns nachher weiterhelfen. Wir starten rein und dann sind wir natürlich hier auch im Vorbereitungsturnier vertreten. Hyundai, Al-Hilal und der FC Bayern sind bei uns in der Gruppe. Mal sehen, ob wir da noch weitere knapp 11 Millionen mitnehmen können.
58 Millionen mussten wir jetzt für Mats Hummels, den deutschen Innenverteidiger, der mittlerweile 30 Jahre alt ist, hinlegen. Allerdings hat er noch eine 88 und ersetzt somit Joel Matip in der Innenverteidigung. Und mit diesem Neuzugang von Mats Hummels können wir auch direkt gewinnen. Wir gewinnen 3:0 gegen Al-Hilal. Salah, Brewster und Origi sind unsere Torschützen. Auch das zweite Spiel entscheiden wir für uns. Und zwar schlagen wir den FC Bayern München mit 1:0. Matip macht hier das Tor in der 85. Minute und somit haben wir 6 Punkte aktuell in unserer Gruppe. Und ohne Punktverlust verlassen wir die Gruppe des Vorbereitungsturniers. Wir gewinnen sogar noch mit 5:0 gegen Joel Puck, Kimmich, Guerrero, Chivirella und Salah unsere Torschützen, dabei Guerrero im Doppelpack und damit stehen wir im Halbfinale des Vorbereitungsturniers. Außerdem wechselt Adam Lallana ligaintern zu Swansea City für 23,6 Millionen. Dazu kommen 20,5 Millionen auf unser Konto. Der zweite Spieler, der in dieser Saison vom FC Bayern München zu uns wechselt, heißt David Alaba. Für die Linksverteidigung mittlerweile ein 88er Rating und er hat uns satte 60 Millionen gekostet. Allerdings bleibt er jetzt 4 Jahre bei einem Wochengehalt von 250.000 bei uns, verstärkt uns direkt. Rafael Guerrero kommt dafür auf die Auswechselbank. Im Halbfinale des Asian Elite Cups trafen wir auf Real Madrid. Auch hier konnten wir 3:0 gewinnen. Koke, Salah im Doppelpack machten die Tore für uns und somit stehen wir jetzt auch schon im Finale. Das wären weitere 10,5 Millionen, die uns zugutekommen würden. Im Finale scheitern wir dann allerdings am letztjährigen Champions League Finalteilnehmer PSG. 4:3 verloren wir nachher beim Elfmeterschießen. Mané traf für uns und Guedes traf für PSG. Kurz bevor das erste Spiel in der Premier League startet, verlässt uns Ryan Brewster in Richtung Sheffield United. 1,4 Millionen waren sie bereit zu zahlen und somit bekommen wir nochmal 1,1 Millionen dazu. Aber bei unserer Mannschaft können wir mit unserem aktuellen Transferbudget einfach nichts verpflichten, was uns weiterhelfen könnte. Deswegen schaue ich jetzt noch ein paar Tage und wenn dann nichts passiert, simulieren wir bis zum 1.1. Was ich jetzt erst gesehen habe, und zwar müssen wir wieder uns für die Champions League qualifizieren, was mich ein bisschen stutzig macht, denn eigentlich dachte ich, sobald wir Tabellenplatz 3 belegen, sind wir auf jeden Fall weiter. Aber wir schauen mal, wir haben FC Sion im Hinspiel 2:0 besiegen können. Dann haben wir in der Liga, in der Premier League, Watford mit 1:0 besiegt und gegen Chelsea haben wir verloren. Chelsea scheint einfach eine Macht zu sein in dieser Simulation, aber jetzt schauen wir, dass wir gegen den FC Sion auch im Rückspiel gewinnen und uns somit für die Champions League qualifizieren. Die Simulation steht an gegen den FC Sion. Wir konnten 2:0 auswärts bereits gewinnen. Somit sind alle Karten auf unserer Seite. Wir starten aber auch direkt rein. Sion verschießen Elfmeter in der 2. Minute. Allerdings sind wir jetzt schon in der 20. Minute. Mal sehen, ob da noch irgendwas passiert. Natürlich muss Sion jetzt kommen. Wir können es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und Mané macht das 3:1. Somit ist der Deckel drauf. Wir skippen das ganze Ding. Mané macht sogar noch seinen 2. Treffer in der 86. Minute. Somit steht es nach 90 Minuten 2:0 und wir sind in der Champions League qualifiziert. Schaut euch das mal an, und zwar Manchester United wäre bereit 92,4 Millionen für Joshua Kimmich zu zahlen. Allerdings bin ich damit nicht einverstanden und deswegen lehnen wir das ganze Ding ab. Denn Joshua Kimmich, ihr wisst alle selber, ist einer der besten Rechtsverteidiger im Spiel neben Carvajal und Odrio Zuala, oder wie man einmal den ausspricht. Außerdem Azpilicueta natürlich auch noch mit einem 88er Potenzial. Aber Kimmich möchte ich ungern abgeben, deswegen behalten wir den. Und bevor wir jetzt simulieren und uns am 1.1. in der nächsten Transferphase wiedersehen, schauen wir uns natürlich noch die Champions League Tabelle bzw. die Champions League Gruppe an. Wir, der FC Liverpool, sind in der Gruppe mit AS Rom, Wolfsburg aus Deutschland und dem FC Basel eine durchaus machbare Gruppe, vor allen Dingen mit unserer Mannschaft. Deswegen sehen wir uns gleich am 1.1. wieder. Wir werden keine Transfers mehr tätigen. Wir haben zwar noch knapp 30 Millionen übrig, aber aktuell sehe ich keinen Bedarf, uns irgendjemanden noch zu holen. Wir sind am 1.1. angekommen und wir sehen es direkt links unten, dass wir auf den FC Arsenal treffen im FA Cup. Das wird auf jeden Fall wieder ein schwerer Gegner. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2020. Es geht also zügig voran. Wir schauen, wie wir in der Tabelle dastehen, wie unsere Mannschaft dasteht und wen wir verpflichten, wenn wir überhaupt jemanden verpflichten. Und wir sehen es hier, unsere Mannschaft eigentlich super in Form, außer dass Sadio Mané verletzt ist, genauso wie unser Torhüter, von dem ich den Namen nicht gescheit aussprechen kann, Areza Balaga, oder wie man immer ihn ausspricht, es sei mir verziehen, beide verletzt. Und sonst sieht unsere Mannschaft gar nicht so übel aus. Joshua Kimmich mit der 86, momentan unser schwächster Spieler,
da gefolgt von Fabinho, der auf die 87 ist, genauso wie Koke, der mit seiner 88 mittlerweile sein volles Potenzial entfaltet hat. Und sonst sieht unsere Mannschaft gar nicht übel aus. Mal sehen, wie es hier unten noch weitergeht. Rugani mittlerweile auch mit der 86. Ihm fehlt nur noch ein Ratingpunkt, um hier Alderweireld zu verdrängen. Karius auf der 84. Firmino auf der 85. Matip die 85. Sonst hier unten noch jemand. Guerrero mittlerweile auch auf der 85. Der dann natürlich hier auch mittlerweile reinkommt für Matip, weil der sich einfach nicht weiterentwickelt. Und so sieht unsere Mannschaft gar nicht übel aus, außer die Verletzungen. Aber wir schauen mal, was uns das bringt und wie wir in der Tabelle dastehen. In der Premier League haben wir ein gewohntes Bild. Wir sind noch auf Tabellenplatz 5. Da Manchester City und sogar Watford vor uns sind. Allerdings ist da oben noch alles knapp. Wir haben gerade mal 2 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea. Manchester United führt dieses Mal die ganze Sache hier an. Und dann schauen wir natürlich, ob wir mal in der Champions League weitergekommen sind. Wobei ich da eigentlich keine Bedenken hatte. Ihr habt ja unsere Gruppe vorher gesehen. Und in der Champions League sind wir wieder als Tabellenerster durch. Allerdings treffen wir jetzt schon auf Atletico Madrid. Im Achtelfinale einen riesen Brocken erwischt. Und das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe. Aber wir sehen dann nachher einfach, wie es weitergeht. Jetzt geht es erstmal in die Transferphase hinein. Vielleicht können wir uns ja irgendwo noch verstärken. Eine Ewigkeit später. Am Transfer-Deadline Day verkaufen wir Rafael Guerrero in Richtung SSC Neapel für 47 Millionen. Dafür bekommen wir nochmal 43 Millionen dazu. Jetzt können wir nochmal auf den Transfermarkt zuschlagen. Und endlich hat es geklappt. Wir haben einen neuen Spieler verpflichten können, und zwar Gerard Deulofeu. Er wechselt für 57,8 Millionen zu uns. Außerdem geht Joel Matip mit Richtung Barcelona. Somit haben wir einen neuen Spieler auf dem rechten Flügel, denn Mohamed Salah haben wir da zwar mit dem gleichen Rating, allerdings ist das Potenzial von Salah bereits ausgeschöpft. Und nun haben wir alles, was wir gemacht haben. Wir sehen uns am 1.1. wieder. Jetzt muss ich mich natürlich direkt wieder verbessern. Wir sehen uns nicht am 1.1. wieder, denn dort sind wir ja bereits. So sieht unsere Mannschaft aus und wir sehen uns dann am Saisonende und schauen, ob wir vielleicht im Champions League Finale sind. Ich denke, mit dieser Mannschaft wäre es auf jeden Fall machbar. Und dann will ich natürlich gucken, was wir sonst noch so reißen und wie wir in der Liga dastehen. Hoffentlich wird das jetzt die letzte Saison sein, denn ich denke, mit diesen Spielern haben wir eigentlich das Potenzial dazu. So Leute, wir sind am 25. Mai 2020 angekommen und wir schauen mal, wie wir uns im Halbfinale der Champions League geschlagen haben. Wir scheinen uns gut verkauft zu haben. Wir haben im Rückspiel 2:1 gewinnen können, und wie sieht es im Hinspiel aus? 1:1. Das dürfte bedeuten, nein, das bedeutet, dass wir durch sind. Wir stehen im Champions League Finale und ihr seht hier, unser Gegner ist kein geringerer als Manchester United. Wir schauen uns die Mannschaft an. Hoffentlich ist keiner verletzt, damit wir hier natürlich auch in Bestbesetzung antreten können. Unsere Mannschaft kann auch in Topbesetzung auftreten, denn wir haben nirgends einen Verletzten und ihr seht, unsere Mannschaft sieht immer noch richtig gut aus. Auf der Bank genauso Rugani auf der 86 mittlerweile. Wir haben überall das 87er Rating überschritten, beziehungsweise haben wir mindestens überall ein 87er Rating, außer hier auf der Rechtsverteidigerposition, das habe ich fast übersehen. Joshua Kimmich mit der 86, und sonst sieht unsere Mannschaft gut aus. Jetzt schauen wir uns noch die Tabelle an und gegen wen wir uns alles durchgesetzt haben, bevor wir in das lang erwartete Champions League Finale gehen. Und ich bin wirklich froh, dass wir jetzt im Champions League Finale sind. Nach 38 Spieltagen haben wir 64 Punkte bloß einfahren können, und das bedeutet, dass wir auf Platz 5 sind. Aber jetzt mal schauen, gegen wen wir uns denn so alles durchgesetzt haben in der Champions League. Das englische Finale steht ja bevor, das haben wir bereits gesehen. Aber wir haben uns im Halbfinale mit 3:2 gegen Sevilla durchgesetzt. Im Viertelfinale mit 4:2 gegen Chelsea. Und im Achtelfinale gab es noch ein 2:2, wo dann wahrscheinlich die Auswärtstore zu unseren Gunsten standen. Dort konnten wir uns nämlich gegen Atletico Madrid durchsetzen. Und jetzt starten wir rein in das Champions League Finale. So, und wir sind angekommen. Wir sehen es hier nochmal. Manchester United hat sich unter anderem gegen Juventus Turin im Halbfinale durchgesetzt. Also somit auch keine schlechte Mannschaft. Da war die Trophäe, die wir gewinnen können. Und hier sind wir an Weihnachten. Und natürlich hoffe ich, dass wir das machen können. Top-Torschützen. Deulofeu mit 3 in den letzten 3 Partien. Und Martial wurde hier natürlich auch aufgezählt. Und hier sehen wir die Mannschaft von Manchester United. Die sind natürlich genauso fokussiert, wie wir es jetzt sein müssen. Unsere Spieler sind natürlich heiß, genauso wie ich es bin. Da sehen wir die Aufstellung von Manchester United. De Gea im Tor, Florenzi auf links,
und sie werden auftreten. Wie wir es hier sehen, bei Lee und Rojo in der Innenverteidigung. Wanyama Matic in der zentralen Defensive dahinter, Konen und Florenzi links und rechts. Martial und Zaha links über die Flügel mit Mkhitaryan im zentralen offensiven Mittelfeld und im Sturm Romelu Lukaku. Und da wir unsere Aufstellung ja kennen, wir sind in Bestbesetzung, starten wir rein, wir lassen den Ball rollen. Icardi bringt den Ball und dann geht's direkt los. Wir sehen uns bei den Highlights und hoffentlich bei den Positiven. Gut aufgepasst hier, Alderweireld hier am Ball. Alaba auf der linken Seite mitgenommen, aber der verliert direkt den Ball wieder gegen Zaha. Und jetzt, der Ball war super gespielt. Alderweireld muss da dranbleiben, muss hier irgendwie den Hendrik Mkhitaryan vergibt hier die erste Großchance. Ich bin deswegen auch ein bisschen ins Stocken gekommen mit seinem linken Fuß. Zwirbelt er den noch knapp am linken Torpfosten vorbei. Da ist mal Mané, der versucht auf Alaba, der setzt sich sogar durch am zweiten Pfosten. Wartet Deulofeu! Und der bringt den dann leider nicht dem Tor unter, sondern trifft nur den Außenpfosten. Mal sehen, ob Manchester United hier was aus dem Freistoß macht. Der wird reingechippt und Mané konnte hier dann auch den Ball gewinnen, aber allerdings verlieren wir ihn wieder. Aber da ist Aris Alaba. Gut, Mané macht das gut. Auf Icardi, der findet Icardi. Der wartet, bis da Koke kommt und Koke zieht mal ab. Aber die Glanzparade hier von De Gea. Wir kriegen einen Freistoß, den wir dann direkt versuchen reinzubringen. Koke bringt ihn hier in die Mitte und da war auch Coutinho, aber leider etwas ungefährlich. Mit einem vollkommen ausgeglichenen Spiel gehen wir hier in die Halbzeit. 0:0 steht es aktuell. 3 Schüsse auf beiden Seiten, jeweils 2 aufs Tor. 50% Ballbesitz auf beiden Seiten, viel Mittelfeldgeplänke. Ein paar Großchancen waren dabei, allerdings nichts Zwingendes. Und deswegen steht es auch 0:0. 2 Kämpfe ausgeglichen, wie gesagt, alles komplett ausgeglichen. Wir starten rein in die zweite Halbzeit. Hoffentlich können wir hier das entscheidende Tor machen. Nochmal ein Freistoß, vorher ist dann Coutinho rangekommen mit dem Kopf und da ist Icardi! Icardi mit dem Traumkopfball, somit gehen wir 1:0 in Führung, richtig schön. Wie er da hochsteigend sich durchsetzt, das schauen wir uns direkt nochmal an. Wir sehen es hier, der Freistoß getreten von Joshua Kimmich, der bringt den hier rein und da setzt sich Icardi wunderbar durch. 1:0 steht es hier in diesem Champions League Finale, was uns natürlich gegönnt wäre, wenn wir das jetzt über die Zeit bringen. Gut aufgepasst von Mauro Icardi, der sich hier dann direkt den Ball komplett vollends behauptet, dann auf ihn wieder kriegt, hier die Flanke reinbringt, da ist Coutinho, das 2:0 für den FC Liverpool und Icardi bis jetzt der Spieler des Spiels. Ein Tor und dann kommt Philipp Coutinho und als dankbarer Abnehmer für die Flanke, wir sehen es hier, Icardi war auf jeden Fall einflussgebend für den Ballbesitz hier und dann Coutinho nutzt seine Geschwindigkeit und seine Sprunghöhe und bringt das Ding an David De Gea vorbei. 2:0 im Champions League Finale, dieser Sprint to Glory. Wir schreiben die 71. Minute, Gerard Deulofeu verlässt uns. Dafür bekommt Mohamed Salah in diesem Champions League Finale auch noch seinen Einsatz und seine Einsatzzeit. Der sieht dann Sadio Mané, der mit dem guten Prick und dann geht der Ball an die Latte aus diesem Distanzschuss. Die Chance ist noch nicht vorbei, doch jetzt ist sie vorbei. Jetzt sind wir hinten offen, wir spielen hier 3 gegen 1. Wir müssen jetzt gucken, vielleicht kriegen wir das hier irgendwie verteidigt, aber wir sind jetzt mittlerweile da. Allerdings, Manchester United hat es hier gut gemacht und dann fällt der Anschlusstreffer durch Romelu Lukaku. Wir waren komplett offen hinten und kriegen hier den 2:1 Anschlusstreffer. Wir sehen es hier, das war gut gespielt auf die Außenbahn, dann ist Romelu Lukaku in der Mitte frei. Wir stellen das ganze Ding jetzt nach diesem Anschlusstreffer etwas defensiver ein. Wir können uns jetzt kein Gegentor mehr erlauben. Wir sind immer noch vorne. Und natürlich wird Manchester United jetzt darauf besonnen sein, direkt den Anschlusstreffer bzw. den Ausgleichstreffer zu machen. Bei uns steht der nächste Wechsel an. Emre Can kommt für Philipp Coutinho auf den Platz. Philipp Coutinho mit einer guten Leistung. Allerdings Emre Can aus defensiven Gründen nochmal kommt jetzt hier rein. Kimmich mit der guten Finte und Koke setzt sich hier mit Glück durch. Da ist auch schon Emre Can, der schießt mal und macht hier das 3:1. Macht hier das Ding komplett. Wir sind durch. Wir gewinnen aller Voraussicht nach das Champions League Finale, denn in der 87. Minute können wir hier wieder auf 2 Punkte Vorsprung zurückstellen und er wird hier gefeiert. Das ist ein Joker-Tor vom Allerfeinsten. Wow, ihr seht hier nochmal. Gut sich hier durchgesetzt von Koke, der sieht dann mal Emre Can, der fasst sich ein Herz im 16er und jagt das Ding oben links in den Winkel. Mit dieser 3:1 Führung bin ich mir sicher, haben wir das Ziel dieser Sprint to Glory erreicht.
Da ist Mohamed Salah. Vielleicht kriegen wir sogar nochmal einen Angriff. Icardi, der sich hier gut durchsetzt. Aber dann mit dem Ball auf den falschen Spieler. Und es ist vorbei. Ihr hört es und ihr seht es. Wir gewinnen mit Liverpool den Champions League Titel durch 3 Tore. Mauro Icardi, Philipp Coutinho und Emre Can sind unsere Torschützen. Natürlich die Enttäuschung bei Manchester United groß. Gerade noch gegen den Erzrivalen hier zu verlieren. Und deswegen ist natürlich die Freude bei unseren Spielern umso größer. Ihr seht nochmal alle, die jetzt am Schluss mit drinne waren. Sie tanzen im Kreis und sie freuen sich. Natürlich wird jetzt die Champions League Trophäe übergeben. Die Spieler treffen sich hier oben. Alle Spieler, die dabei waren. Loris Karius ist natürlich auch noch mit dabei. Mauro Icardi, unser Topstürmer. Mats Hummels ebenfalls, der hier mit aufläuft. Und jetzt seht ihr es, Mats Hummels als Kapitän. Wird er jetzt auch die Trophäe in Richtung Himmel reichen? Wir haben es geschafft, den Champions League Titel zu holen. Es war ein schwerer Weg, über 4 Saisons hat es gedauert und im Jahre 2020 konnten wir uns dann hier den Titel holen. Da freuen sich natürlich alle und ich freue mich auch. Ich hoffe, ihr freut euch natürlich auch. Ihr seht es nochmal, die letzten Blicke. Die Fans dürfen natürlich nicht vergessen werden. Und jetzt schauen wir uns nochmal unsere siegerreiche Mannschaft an. Wir sehen uns noch einmal im Menü und dann beende ich das Video mit einem Sieg im Rücken. Die Tafel zeigt es dann auch nochmal. Wir gewinnen das Champions League Finale mit 3:1. Somit ist die Mission Sprint to Glory geglückt. Wir sehen uns jetzt nochmal die Mannschaft an, wie das denn so alles aussah. Natürlich wird der Vorstand genauso zufrieden sein, wie ich es bin und wie ihr es hoffentlich auch seid. Wir haben gute Transfers hier getätigt und hier sehen wir uns nochmal unsere siegreiche Mannschaft an. Icardi im Sturm, Mané, der von Anfang an mit dabei war, genauso wie Coutinho. Karius, Firmino, Salah und Can. Also ein paar Spieler sind noch bei uns geblieben. Natürlich Origi auch. Solanke, Wilson. Alles Spieler, die von Anfang an mit dabei waren und jetzt diesen Titel mit uns feiern durften. Natürlich wäre das nie möglich gewesen ohne die Top-Neuzugänge Hummels, Alderweireld, Kimmich, Areza, Balaga. Mein Lieblingsname in dieser Episode. David Alaba, Koke und Deulofeu natürlich. Mit von der Partie. Und jetzt wünsche ich euch noch schöne Weihnachtsfeiertage. Genießt die Zeit. Euch erwarten noch weitere Videos natürlich. Die werden dann kommen über die Weihnachtsfeiertage, so wie ich es euch versprochen habe. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr mal gewaltig den Like-Button nach oben pusht. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Like natürlich gebt für dieses Video. Und wenn ihr noch kein Teil der Testo-Beflorde seid, dürft ihr uns gerne abonnieren. Darüber würden wir uns mega freuen. Und sonst danke ich euch für euren weiteren Support, den ihr in der letzten Zeit natürlich hattet. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, aber ich erwähne es ziemlich oft. Ich bin euch dankbar und das freut mich natürlich. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein und macht's gut.